Herzlich willkommen zu diesem 10. Video aus meiner Reihe zu Shotcut. Es geht diesmal um Videoclips spiegeln und wellenförmig verzerren. Vorweg mein Hinweis: Wenn du grundlegende Infos suchst, dann schau dir bitte zuerst das erste Video aus unserer Reihe hier an und dann wirst du sicherlich perfekt dich hier in diesem 10. Video dann auch zurechtfinden. Aber wir fangen jetzt gleich an mit dem 10. Video. Ich starte hier wieder mit einem neuen Projekt. Ich habe jetzt hier mein 10. Video. Will in dem Fall den Projektnamen 10. Videomodus habe ich wieder HD 1080p 50 FPS. Klick auf Los, hole mir wieder meine Unterlagen. In dem Fall die zum 10. Video, zum 10. Lernvideo. Markiere wieder alle, klick auf Öffnen. Und es wird wieder abgespielt. Du weißt ja, wenn ich in Shotcut etwas einfüge, dann spielt es das mal ab. Einfügen werde ich dann wieder alles hier in der Zeitachse. Ich gehe wieder hierher, füge eine Audiospur ein für die MP3-Datei und füge zwei Videospuren wiederum ein. Dass ich hier alles gut sehen kann, verstelle ich das hier wieder. Hol mir jetzt die MP3-Datei, schiebe sie hier rein auf unsere Audiospur, hol mir dann eine JPEG-Datei, gebe sie mal hier am Anfang hin. Hol mir dann eine MP4-Datei, die gebe ich einmal hierher. Du siehst schon, ich versetze es hier ein wenig. Und hol mir dann die zweite JPEG-Datei, die schiebe ich jetzt einmal hierher. Damit ich gut arbeiten kann und ich nicht durch irgendwelche Töne momentan gestört werde, stelle ich sie hier auf Stumm, nämlich die ganze Spur. A1 die Audiospur und dann auch hier den Ton hier in dieser Videospur. Ja, ich schiebe mir diese MP3-Datei hierher, weil wenn du dann dieses Video startest, möchte ich, dass die Musik dann auch abgespielt wird. Ich gehe jetzt mal her. Ich möchte wieder einen Titel einfügen. Ich teile jetzt hier dieses Video. Zuerst, weißt du ja, füge ich immer hier einen Text ein. Wir produzieren immer eine gesamte, ein gesamtes Video. Ich gehe hier auf Filter, wende das hier auf diesen Teil hier an, auf diesen Videoclip, suche mir hier bei Video dann Text einfach. Füge jetzt hier, überschreibe ich hier diesen Timecode, der hier eingeblendet würde. Videoclip spiegeln und verzerren. Das passt, glaube ich, eh recht gut schon. Stelle ich das hier ein. Ja, und jetzt gehe ich dann daran, dass ich diese Verzerrung dann, diese Spiegelung und Verzerrung dann tatsächlich durchführe. Das mache ich jetzt einmal so, dass ich hier eins markiere, das ist dieser Teil hier, dieser zweite Teil, ich habe sie geteilt, diese Grafik. Und wenn ich jetzt mal, versuche jetzt mal auf diese Grafik hier einen Filter anzuwenden, nehme ich den Filter Spiegeln, gehe auf Video, gehe zu S Spiegeln und da haben wir schon, wende das hier an, ich das jetzt hier spiegle, abspielen und dann schaue, ob sich da was ändert. Das hat sich tatsächlich hier verändert. Wenn ich hierher gehe, ist der erste Teil, schaut diese Figur in diese Richtung, der Mond ist hier. Wenn ich hier gehe, hat sich das umgedreht. Das gleiche werde ich jetzt hier machen dann. Nehme hier diesen Videoclip und werde diesen Videoclip dann schneiden an der Stelle, wo ich die Abspielposition habe. Das ist ja ungefähr in der Mitte. Und hier bei diesem zweiten Videoclip möchte ich das dann wieder so machen, dass ich das spiegle. Ich wähle wieder Filter aus, gehe hierher, wähle wieder Video Spiegeln aus, scrolle runter bis zu S, da habe ich Spiegeln und habe das dann hier angewendet. Wenn ich das jetzt hier durchlaufen lasse, sieht man dieses Auto hier, dann habe ich es umgedreht und es haben sich hier die Seiten haben sich hier verdreht. Ja, und jetzt komme ich zum zweiten, was ich hier machen möchte. Ich möchte nämlich hier einen Filter Welle hier anwenden. Den will ich jetzt auf diesen ersten Teil einmal an. Ich gehe wieder markieren, ihn, gehe wieder zu Filter, kontrolliere, ob ich es habe, gehe auf Plus, wähle wieder Video hier aus und gehe dann zu Filter. Ah, zu Welle. Natürlich. Man sieht, dass es hier verzögert ist. Man sieht, dass ich hier wiederum Anweisungen habe, wenn ich das hier nämlich verstellen würde, recht stark, kann ich hier hergehen und kann es dann wieder auf den Standardwert, Wert nämlich dann zurücksetzen.
Gehe jetzt mal hierher und verzehre das dann stärker. Die Geschwindigkeit kann ich auch einstellen, mit der es verzehrt wird. Ich starte das jetzt hier mal. Man sieht, wie sich das immer wieder dann dreht und immer wieder anpasst. Wenn ich jetzt hier eine langsame Geschwindigkeit mir aussuchen würde, schauen wir mal an, schaut das glatt etwas besser aus. Ja, wenn ich die Amplitude auch etwas reduziere, vielleicht, also das Ausmaß, wie es schwingt, schauen wir uns das mal an. Ja. Schauen wir, wie sich jetzt entwickelt. Ja, zeitweise, ja, kann ein bisschen experimentieren. Ja, dasselbe könnte ich natürlich jetzt hier dann auch dann anwenden. Ich gehe jetzt hierher, schneide wieder dieses eine Video, wende jetzt hier, möchte jetzt hier diese Welle wieder übernehmen. Ich kann hier einen Filter auch kopieren. Klicke her, Filter kopieren, gehe jetzt hierher, wähle diesen Filter aus und füge dann den Filter, den ich hier kopiert habe, hier dann ein. Und habe jetzt hier dann auch ebenfalls auf dieses Bild dann ebenfalls diese Welle dann übertragen. Schauen wir, ob sich da was tut. Ja, tatsächlich schaut es ganz cool aus. Ja, und zum Schluss natürlich, als treuer Zuseher, treue Zuseherin, weißt du, was jetzt dementsprechend kommt. Ich füge wieder einen Filter ein und schreibe hin: Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bei diesem 10. Video aus der Reihe Shotcut. Hier könnte ich auf Exportieren gehen, wieder mit Standard YouTube-Datei exportieren, könnte ich das Video dann schon exportieren. Wir werden uns jetzt hoffentlich auch beim 11. Video sehen, da geht es um Filter kopieren. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.